Und herzlich willkommen wieder bei STT Command American Civil War mit den Südstaaten. Und ja, es hat sich irgendwie ergeben, die Südstaaten immer von West nach Ost zu spielen und die Nordstaaten von Ost nach West. Aber jedenfalls fangen wir deswegen hier an. Die Orte werden dann noch entspannt runterbelagert. Ja, unsere Einheiten hier sind auch nicht gerade die stärksten, aber sie machen es einfach per Masse. Und ihr geht hier schon mal vor. Ich bin gespannt, ob die KI hier eigentlich noch irgendwann mal was entgegenstellen wird. Und dass ich jetzt nicht daran zu gewöhnen, dass es hier womöglich zu einfach wird gegen menschliche Spieler dann irgendwann. Aber hier für den Moment ist es natürlich schon ganz nett, mehr oder weniger jetzt einfach durchlaufen zu können. Ja, ich belage das weiter. Das Akku wartet hier weiter ab. Dann können wir hier schon mal weiterspringen. Wo es dann aber doch kompliziert wird. Das Regiment hält zum Glück seit Runden hier wacker durch. Allerdings geht hier die Front immer weiter zurück und gerade hier drüben, wo Unionseinheiten zuletzt einen Ort belagert haben, ist leider gefallen und irgendwie müsste hier jetzt Kansas verteidigt werden. Deswegen hatte ich überlegt, dieses Hauptquartier und eine Einheit hier schon rüber zu ziehen, hier vielleicht noch jemanden zu holen. Na, falls er doch mal fällt, ist der Ort gleich bedroht. Jetzt uns diese Einheit ist da und potenziell hier mit rüber. Hier, du kannst Gewaltmärsche machen, sich jetzt aber den Ort rein. Dann rennst du dahin. Rennst dahin und du hältst dann erstmal den Ort. Du versuchst von da zu agieren. Dann ist die Frage, ob wir da noch irgendwen zukriegen. Schalten wir gleich eine ganze Menge. Das will ich eigentlich mal in Virginia sehen. Der Gebirgsdivision ist ja auch nicht so recht am Platz, auch eher Virginia. Kriegt er hier halt noch eine Kavallerie. Ach, Memphis, das auch hoffentlich alles hält. Dieses Haku muss dann hier stärker arbeiten. Du musst hier ein 2 zu 0 auf jeden Fall. Und wenn er zum 3 zu 0 wird. Dann müssen wir irgendwie sehen mit diesen zusammengewürfelten Truppen, ja. Ob man das hier irgendwie verteidigt kriegt, ob die noch mehr brauchen und wie stark die Gegner hier letztlich angreifen. So, westliches Tennessee. Das lief ja eigentlich ganz nett. Ich würde das vor, aber eigentlich lieber heilen, weil es so drei Gesundheitspunkte hat. Müsste aber irgendwer anders die Einheit auf jeden Fall vernichten. Aber ihr habt hier natürlich auch eure Angriffe. Hier aber auch offensiv gehen oder man lässt das vor, doch auf den drei Gesundheitspunkten. Dann reicht es ja vielleicht eine schwache Einheit, um den zu vernichten und die anderen können eher hier oben angreifen. Was, du machst das, dann machen wir schon mal du. Du musst auf den drauf. Und dazu kommt er nicht dran. Du machst da deinen Angriff. Ich weiß, irgendwann wird er auch geheilt. Aber wir müssen ja auch vom Geld im Moment neue Co-Einheiten oder demnächst neue Co-Einheiten kaufen. Du läufst dahin und vernichtest die. So viel dazu. Ja, also nochmal so viel dazu. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass er das problemlos schaffen würde. Sonst müsste man hier ein bisschen umstellen. Du nimmst da rein und du gehst da rein. Dann passt das halbwegs von der Formation und der ist immer noch ein Stück geschwächt. So, das Akku kann ja nichts machen gegen das Schiff, aber das wird schon nicht so viel anstellen. Und du passt erstmal lose da auf und dann versucht ihr das zu sichern irgendwie in der Gegend. Östliches Tennessee. Die Lage doch schon mal ganz gut. Also wir können hier mit einem soliden 7 zu 0 die feindliche Einheit schlagen. Dann sogar schauen, ob man so langsam nicht wieder selber offensiver werden könnte. Zumindest an Abschnitten.
Zum Beispiel hier gegen diesen Reiter. 6-1 klingt gut. Na, das Kuh hat er auch zu 1. Das ist beim Kuh halt gleich nochmal besonders teuer zu 1. Frage, ob. Jo, der hat auch zu 1 und das ist ja nur eine Division. Da spart man in gewisser Weise ein bisschen was. Und dann ist sogar die Frage, ob der Pionier es vielleicht sogar überleben würde, hier zu stehen. Hätte ich eigentlich schon auch jetzt nochmal gerne mit dem weiterbauen würde. Gehen ja auf den Winter zu, wo die Züge. Oder mehr Tage vergehen zwischen den Zügen, wo dann gefühlt auch da schneller fertig wäre. So, da rein. Da eine kleine Lücke ist nicht das Problem, weil ich jetzt schon irgendwie auch das erste Plänkler-Upgrade gerne. Ich kann damit besser auch angreifen mit den Einheiten, wenn man da auch schon mal einen Moralschaden macht auf die Feinde, aber das können wir wahrscheinlich nicht allen geben. Hier der ein oder anderen Einheit. Du könntest dich da mal umgucken. Erstmal nicht ganz so viel los. Sonst reite auch vorläufig wieder zurück. Hier kann eigentlich nachher noch einer weg. Ich denke mal, das reicht völlig aus, wenn einer hier jetzt die Position erhält. Dafür brauchst du wahrscheinlich auch nicht die Plänkler. Mal gucken, wo der andere nachher hin kann. Kannst meinetwegen auch mal in versorgtes Gebiet und hinter einen Fluss zu. Du passt da auf und der Ranger fliegt jetzt vor den nordstaatlichen Einheiten nach Norden. Interessant, wie die Frontlinienziehung hier ist. Soweit es geht und schau mal, ob du da hinten dann noch irgendwie Ärger machen kannst. Ja, und dann das Schneerndortal. Ist hier jetzt noch ein Feind auf dieser Position oder ist das der hier? Bin mir da ehrlich gesagt gerade unsicher. Die, ja gut, die haben einen Reiter hier drüben, aber der muss dringend selber geheilt werden. Deswegen scoute ich jetzt mal auf gut Glück. Und Glück gehabt, ja, das ist der eine Gegner, der hier war. Ein bisschen die Frage, wie man jetzt die Position umbaut. Weil die Einheit kommt dahin oder das Akku nach hinten. Gehst mal dahin, gehst mal dahin. Halt, wir können ja sonst auch noch die Chance nutzen, den die Infanteriewaffen zu verpassen. Und der hier in nächster Zeit besser austeilen. Wird wohl so halten müssen. Und auch hier muss man ein paar Sachen schauen. Also der Reiter muss geheilt werden. Und dann wird es lustig, weil ich will eigentlich auf jeden Fall das Chor kaufen. Gerne dann auch direkt mit den Plänklern. Weil wir die brauchen werden, um hier auf Dauer den Gegner standzuhalten. Wenn die Union halt irgendwann einfach ihre wirtschaftliche Übermacht damit immer weiter rennen. Man halt kampfkräftig irgendwie mithalten können. Kann ich dieses Chor dann auch hier schon mal gerne upgraden. Und jetzt irgendwie die Front wieder in Ordnung kriegen. So, und gleichzeitig noch Punkte haben, einzelne Einheiten zu verschieben. Das wird jetzt lustig. Also ihr haut schon mal den raus, sehr freundlich. Ihr platziert euch hier auf Eisenbahn. So ein bisschen überlegt. Wir hatten jetzt auch hier im Süden Ärger mit einer Landung hier unten in Florida und Georgia. Ob man nicht vielleicht Longstreets Truppe, also die beiden Infanteristen mit der Artillerie, hierhin bringt, um zu versuchen den Hafen von Jacksonville zurückzuerobern. Die natürlich auf Eisenbahnen noch laufen müssten demnächst. Und die Verlegung ist auch nicht gerade ganz billig. Muss man irgendwie an anderer Stelle sparen, dass zum Beispiel einer, der als Garnison hier vorgesehen ist, er darunter rennt. Ist ja sowieso fast bald da. Und da ist natürlich noch einer vorgesehen. Hier auch eine Brigade. Dann müssten wir erstmal sehen, wie wir die Front hier angemessen können. Also wir könnten den Pionier mit Jackson tauschen. Dann kann der Pionier hier gleich die nächste Position hinter dem Fluss mauern. Großzügig mit 3 Feldern. So, dann wäre aber trotzdem da noch jemand wichtig.
die Einheit reinstellen. Und dann die Frage, wer denn da drüben hingeht. Wir hängen den da rein und hoffen, dass er überlebt. Auch nicht gerade optimal ist, aber ich will eigentlich den Tiefverschanzten hier in der Befestigung nicht rausziehen. Natürlich auch das Feld an sich nicht aufgeben. Okay, Risiko. Wenn ihr wahrscheinlich eh nicht groß angreifen, kannst du so, ja. Schauen, ob du einen Gegner demoralisiert kriegst. Hat sich jetzt eher mäßig gelohnt. So, und du bist hier schon als Verstärkung vorgesehen. Du könntest natürlich noch Upgrades vertragen und alles, aber geh schon mal hin. Dann haben wir Gebirgsdivision. Wie ich es jetzt in meiner Übersetzung genannt hatte, hätte natürlich noch Gebirgsjäger-Division oder nur Gebirgsjäger schreiben können. Aber das Spiel betont ja immer sehr die Größe von Infanterieeinheiten, deswegen habe ich es jetzt so mal geschrieben. Na gut, du kommst und das Chor soll auch hier hin. Zum Schiff kommen wir gleich. Dann müssen wir mal eben die Küste abgehen. Du könntest hier auch schon wieder weg, aber bleib noch mal im Hafen, bis irgendeine Ersatzeinheit da ist. Demnächst kann man hier, denke ich, noch Einheit raustrennen. Ja, unser U-Boot. Ich muss einfach mal schauen, ob da irgendwer nicht reinfährt. Nicht, dass ich es glauben würde. Aber wenn ein U-Boot sich bewegt und dann erst angreift, sind die Kampfwerte halt deutlich schlechter. Deswegen versuche ich so. Die Fregatte kann ja auch nicht viel ausrichten. Das war letztes Mal voll mit Feinden. Wir haben hier noch die neue Einheit. Die hier erstmal ein bisschen die Umgebung noch sichern soll. Insbesondere zum Beispiel die Eisenbahn, die hier verläuft, falls Longstreet wirklich hier hinkommt. Ein paar Forts, die aber auch alle schon mal das Upgrade haben. Oder zumindest die da hinten alle. Als da weiter aus. Gut, wir haben noch einen neuen Monitor. Den würde ich sonst hier in die Gegend bringen. Ich glaube einfach hier im Golf von Mexiko sind weniger feindliche Schiffe als hier an unserer Ostküste. Dass der einfach hier die besseren Chancen hat, noch irgendwie Handelsrouten freizukriegen. Dann sind wir soweit durch. Wir haben noch eine Einheit zum Verschieben. Sonst gesagt, wenn der eine hier aufpasst, können die dahin und mal dahin südlichere Flau wieder rennen. Der hier. Die Gegner da hoffentlich nicht zu stark durchkommen und ja. Bandeforschung ist damit auch nicht mehr so recht möglich, aber wir können es ja sonst sparen für den nächsten. Ich meine, gut, Vormodernisierung oder sowas, Stufe 2 wäre schon irgendwie spannend. Aber sonst sparen wir es mal für den nächsten Zug auf. Oder kaufen? Nee, ist auch nicht so wichtiges drin, würde ich sagen. Das vielleicht auch noch ein Schritt hier machen. Ein bisschen mehr die Umgebung sichern. Oder würde ich sagen, können wir den Zug. Na gut, oder man könnte den noch heilen. Den, wenn das Geld noch über ist. Sonst können wir dann den Zug beenden. Immer so ein bisschen am Schauen, wenn sich so Events erscheinen, ob das alles halbwegs stimmt, nicht irgendwie versehentlich klein geschrieben oder was ganz falsche Buchstabenfolge. Was auch hier halbwegs Sinn ergibt immer. Sieht, denke ich, in Ordnung aus. Und so eben noch immer noch über 1000 Punkte. Ja, zum Beispiel, was glaube ich in der letzten Folge noch war, Versorgungsschiff
Mit ein F. Das müsste inzwischen schon angepasst sein. Und da zieht sich das U-Boot wieder zurück. Und wie befürchtet, wird das Fort angegriffen und auch anderen Forts da unten in Florida. Ah, Widerstand. Mitten in New Mexico und Colorado. Kanonenboot. Ich hätte jetzt schon halb gedacht, das sei ein Landungsboot. Umso besser. Und schauen wir mal, ob das nicht am Ende doch zu viel war für die Pioniere. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber sie überleben wenigstens. Machen die doch mal ein bisschen offensiver. Und die Ranger halten da auch eine ordentliche Truppe auf Trab. Okay, klug genug wieder zum Kessel anzusetzen, die KI. Das ist ein Reiter. Mit ein bisschen Glück kommt er da noch irgendwie raus. Das macht es dann natürlich umso dringender, auch die Orte da hinten irgendwie befestigt zu kriegen. Gut, gerade wenn sie noch den offenen Weg frei machen, kommt der Reiter da im Zweifel erst recht raus. Wann wird denn dieses Spiel eigentlich Winter? Bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher. Wir haben es jetzt schon November. Und es sieht bisher alles noch ja, das hier ist auch landgemäßigt. Hat nur einen bläulichen Touch. Es ist nicht Winter, sondern nur von den Anzeigeoptionen her, weil es halt die Nordstaaten sind. Das so ein bisschen bläulicher ist und vielleicht deswegen ein bisschen wie Winter wirkt, ist es aber nicht. So, den da ist jetzt die Versorgung ausgegangen. Damit wir auch nebenbei direkt das Fighting Spirit-Ziel erobert haben, sehr schön. Und der Ort mal wieder ein bisschen ansteigen kann. Jeder erwischt es im nächsten Zug. Können wir vielleicht schon heilen? Weil, wenn er am Ende doch noch drauf geht, es braucht einfach ganz schön Zeit, bis man hier mal neue Einheiten hat. Sonst kann das Akku ja auch schon vorrücken, das muss ja auch noch hier diese ganzen Wege lang. Der Ranger kann ja hier ein bisschen die Nebenstraße sichern. Schauen, wie das da läuft mit den Orten, ob man die kriegt. So, ansonsten reitet nordwärts. Ja, und ihr habt ein bisschen ein Problem hier ohne Versorgung. Die Einheiten da schon ein bisschen hart. Ihr dürft sonst erstmal zurück und warten, bis die restlichen Einheiten, insbesondere das Akku, bereit sind.
Die müssen wir nur noch überwinden und dann sind wir zumindest bei den Minen hier. Was dann schon mal wirtschaftlich ein sehr schöner Erfolg wäre. So, das Regiment seit sehr langer Zeit hält es hier aus. Und der hat zum Glück hier auch noch standgehalten. Und das Geld schwindet. Ich will halt eigentlich weiter schön ein Chor pro Runde schaffen. Und man merkt, wie das weggeht. Was haben wir an bei Kavalleristen? Also dieser Kavallerist würde es hier noch rausschaffen und könnte sogar vorher noch einen Angriff setzen. Ja, die feindlichen Einheiten so schwach sind. Was doch überlege, den erstmal da zu lassen. Du gehst dahin, du gehst dahin. Den natürlich nicht in Kommandoreichweite dann, aber musst eigentlich auch aus Sicherheitswohl, der kann in den Ort räumen. Geh dahin und du reitest dahin. Und du passt da erstmal auf. Gegner von hier haben gerade eh noch nicht so viel Versorgung, dass im Zweifel einer durchläuft. Und wenn es zu eng wird, setzt du über den Fluss nach Fort Smith. So, du. Lass uns auch nochmal vorgehen, dass du hier auch ja alles in Kommandoreichweite hast. Dann versucht hier also irgendwo die Verteidigung zusammenzukriegen. Und ich meine, die haben hier solche schlechten Werte. Da kann vielleicht sogar diese Einheit hier offensiv werden. Ja. Gut, bisschen Pech gehabt. Im Prinzip ja. 1-1 Brigade gegen Division, das passt schon. Und du. Den Treffer mit. Ich meine, zur Not kannst du ja auch versuchen, hier über Hügel und Wälder zu entkommen. Wenn die jetzt noch einen Reiter kriegen, dann ist das schon ein bisschen kavallerielastig in der Gegend. Nein, das wäre der vierte Reiter. Vielleicht können wir hier noch rumtauschen. Dass ihr von denen noch einen Infanteristen abbekommt und die noch einen Reiter erhalten. Zum Beispiel hier runter rennst und denen demnächst mithilfst und ja. Hier noch eine Kavallerieeinheit kriegt die. Also aus reichen Reitern scheint hier auch so langsam eine Umgehung möglich zu sein. Als nach dem anderen. Das Vor soll stärker, Panzerzug soll mal sein Upgrade kriegen. Was will die Einheit da denn machen? Recht in allen Werten. Mehr als ein 2-2 ist leider nicht drin. Ich hätte schon auf einen Ticken mehr gehofft. Na gut, sonst erstmal auf Nummer sicher und haltet eure Position. Man darf natürlich nicht jeden jetzt einfach so verstärken, weil dann das Geld wieder zu schnell weg ist. So, der hat den Pionier umgehauen, aber dafür ist der jetzt zum Beispiel neben einem Chor stehen geblieben. Er soll ihn umhauen, also das andere Chor hinzuentsenden, das wäre irgendwie schon Verschwendung. Natürlich einen Reiter hier benutzen. Der nebenbei ein bisschen sich umschauen kann und ich denke mal, der würde schon eher hier vorne überleben. Bist du zum Beispiel hier schon mit dran? 2-7, 2-5, 3-5, sonst nehmen wir 2-7. 2-1, 2-2. So, das sollte schon passen. Ich mache die mal wieder fit. Die Groß müssten auch schon wieder geheilt werden. Das wird ins Geld gehen. Meinetwegen auch noch fit, aber dann muss man erstmal schauen wieder. Wobei der ist auch wichtig, weil falls die hier durchbrechen, dann wird das auch wieder sehr ärgerlich. Nochmal 47 Punkte und so geht das ja die ganze Front entlang gefühlt. So, ich denke mal, in Zuten wird einer sitzen. Also gehen wir ein bisschen querfeld ein und richtig spekuliert. Die Ranger haben auch eine Landsichtweite von 2.
habe mich ein bisschen gewundert, dass er die beiden sieht, aber das erklärt dann doch auch einiges. Schön, seine Einheiten so auf Dauer alle mal kennenzulernen, wer eigentlich was kann. So, Virginia. Vor ein paar Zügen sah die Welt hier noch sehr gut aus. Inzwischen gab es ein paar Probleme hier unter. Aber der ist hier ohne Versorgung. Und schauen, ob wir den abgeschnitten kriegen. Noch einer. Noch einer Versorgung. Kriegen wir es nicht zu, aber die sind zumindest hier wirklich auf diese Engstelle begrenzt. Sonst. Ich glaube, dass für diesen Zug wieder nichts damit, eine neue Forschung zu starten. Wenn Winter wird und sich die Lage ein bisschen entspannt, hoffentlich. Und wir könnten versuchen, den hier loszuwerden, da er hier auch ziemlich in der Flanke nervt, ehrlich gesagt. Ordentlicherweise abhaut. Wird das im Zweifel aber trotzdem nicht zu. Tja, dieses Waldstückchen. Es ist hier schon Wald hinter einem Fluss. Also an sich eine ganz schicke Position. Schicken wir mal den Reiter. Hoffnung, dass er überlebt und nebenbei erklärt er noch ein wenig auf. So, du ziehst hier ein bisschen entlang, dass wir denen Ärger machen, dass sie da nicht sonderlich weit kommen. Der muss geheilt werden. So, und dann. Bis hier, du kommst da runter. Du gehst auf eine Eisenbahn, wo du demnächst verlegt werden kannst. Du gehst da rein. Und du gehst hier auch schon mal. Die könnten noch geheilt werden und geupgradet. Wenn sie alle bereit sind, geht ihr wahrscheinlich nach Florida. Und werdet da versuchen, Jacksonville auf Dauer irgendwie zurückzukriegen. Ansonsten noch eine Gebirgsdivision, die wohl vor allem für diesen Abschnitt interessant ist. Oder wohl für die Hauptfront. Bis dahin. Dass man hier drüben auch eins hat. Du rennst mal dahin, die brauchen noch Upgrades und alles. Und ich sehe schon die Punktzahl. Oh, 2 zu 4. Panzerzug oder Division? Warten Sie sicher, was sagen die Zahlen? 285 für dich. 142 für dich. Okay, rein den Zahlen nach müsste man die Division nehmen. Panzerzug kann natürlich aus der Ferne schießen, aber der macht ja häufig eher überschaubaren Schaden. Und wenn die Gelegenheit gerade da ist, würde ich auch eigentlich auch schon gerne diese Einheiten upgraden. Aber wir müssen mal eben sehen. U-Boot kann auch im Hafen bleiben. Das darf. Du rennst hier runter. Auch das vorne stärker, damit so lange überlebt, wie es geht. Neuer Monitor. Ja, tu mal ein bisschen aufklären, ob da was ist. Sie sind halt nicht überragend schnell, die Schiffe, aber sonst, ja, schau ein bisschen mal zurück. Bei euch sonst soweit auch alles in Ordnung. Na gut, das eine Schiff ist ein bisschen angeschossen, aber wir haben nicht gerade endlos viel Geld. Ja, ich habe ständig die Befürchtung, irgendwas zu übersehen. Es ist halt bei so einer ausgedehnten Karte. Gut, aber würden wir sonst, hoffe ich. Aber jetzt weiß ich es. In Texas. Der. Hat eigentlich ja immer noch eine Handelsroute. Das Problem ist nur, die texanische Eisenbahn geht hier nur so Richtung dieser Orte. Und dann kommt lange erstmal nichts. Apropos nichts kommen. Kalifornische Einheit hier kommt auch wahrscheinlich auch nicht mehr. Sonst könnte man euch vielleicht.
Na gut, falls irgendwas schief geht, bleibt doch einer in der Gegend. Aber zumindest eine Brigade hier mal zurückschicken. Die erschien dann in ein paar Zügen hier unten. Und kann zumindest irgendwie noch versuchen einzugreifen. Und theoretisch haben wir da auch noch einen. Aber auch ein bisschen im Sonstwo steht. Aber gut, vom Geld, was jetzt noch übrig ist, könnte man die Einheiten hier gerade mal upgraden. Also zumindest solange das Geld gereicht hat. Wir haben noch eine Kavallerie und ihr habt hier... ist zwar die Lee-Kavallerie, aber die haben hier genau einen Reiter bisher. Da auf jeden Fall einen zweiten geben. Ist für die Aufklärung ja ganz nett. So, das aber, denke ich mal, waren soweit alle und man hat wohl 2-2, gerade gegen Division. 1-1 ist da eigentlich auch noch in Ordnung. Ja, Fighting Spirit, so englische Worte im deutschen Satz, klingen manchmal komisch, aber ich habe es einfach als Begriff drin gelassen. Ja, wir feiern die Eroberung von Santa Fe. Sehr schön. Das war hier hinten. Und jetzt das Versorgungsschiff auch mit 2F. Größte Route, die wir noch haben, ist, glaube ich, die aus New Orleans. Haben wir noch zwei 50er und einen 60er, wobei von denen auch nicht mehr so viel durchkommt. Wieder nur ein Schiff, das vorbeischaut und denkt irgendwie ständig, dass jetzt die nächste Landung vorbeikommt. Und da auch schon mit Ironclad, also mit ihren größten Schiffen. Ja, gebt ruhig damit an, dass ihr da alles vollstellen könnt mit den Dingern. Und jetzt geht das Feind hier kurz zum Angriff über. Da haben wir inzwischen auch die Plänkler als Upgrade. Und weiter geht drauf. Also auch wie die Einheit. Aber wenn man dieses Feld wieder besetzen will, die hauen den ja doch nur raus. Also über dem Wald, aber immerhin der Reiter überlebt mal. Schaden, sehr schön. Und er ist tatsächlich klug genug, sich mal den nächsten Ort zu sichern. Hätte ich der KI schon gar nicht mehr zugetraut, aber schön zu wissen, dass sie doch nochmal sowas zustande bringt. Ja, die nächste Blockaderoute weg. Da läuft einer vor das Chor. Das ist irgendwie immer dankbar, wenn man da so einen richtig schön vorbereiteten Angriff dann hat. Wir machen hier richtig Ärger.
Wird das Haku schon offensiv? Spekuliere nicht darauf, dass es irgendwann mal sowas wie texanische Freiwillige gibt. Ich habe sowas in den Events gelesen, oder sagen wir mal in Event-Texten, aber ich weiß nicht, wann die triggern. Weil das ist sozusagen an verschiedenen Stellen. Und die Hinweise, wann ein Event triggert oder so, die musste man eigentlich jetzt nicht übersetzen. Mal sehen, was fällt. Gut, wir haben Galwesten verloren. Wodurch auch unsere Prozente in Spanien gleich wieder weg sind. Es nähert sich so allmählich dann doch auch mal der Winter. Ja, unser Fighting Spirit sinkt, aber es war zum Glück die Art Ziel, wo wir zwar was davon verlieren, aber der Gegner nichts gewinnt. Da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen, wer jetzt eigentlich wann, wie, wo davon profitiert. So, ich bin insgesamt bisher ganz zufrieden mit dem Verlauf. Gut, hier hinten war die KI plötzlich doch mal innovativ. Könnte uns sogar theoretisch, wenn sie Ärger machen wollen, einfach massiv nach Süden umgehen. Da muss man aufpassen. Die werden wohl erstmal ein paar Runden Pause machen, bis das hier im Süden geklärt ist. Außer der Ranger, der hat ja im Zweifel seine eigene Versorgung, der kann weiter rennen. So. Gegen Bai Li sieht erstmal noch gut aus. Je länger wir Nashville halten, desto besser. Und jetzt kriegen wir halt sogar gute Angriffe auf das Chor. Könnten, denke ich, mit unserem Chor gegnerische dann vernichten oder mit den Divisionen. Und sowieso hier auch schöne Angriffe machen. Die Front hier hat sich irgendwie ziemlich entspannt, hat man den Eindruck. Während das hier nicht entspannt läuft. Ich bin nur bisher sehr froh, dass die Union kein Hauptquartier geschickt hat. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den raus und können hier dann mächtig kesseln. Interessant, aber wir müssen auch aufpassen, weil die hier entlang marschieren. Man merkt einfach die Masse, wahrscheinlich auch am Schwierigkeitsgrad her mit da ist. Wie die hier drückt, da. So, hier hinten eine Ranger-Einheit, die einfach Ärger machen wird. So, und ich glaube, hier können wir auch einfach dicht machen, dann sind ja auch zwei Divisionen gekesselt. Und hier ist es ganz freundlich, dass der noch vor das Chor gelaufen ist. Mal ein bisschen sehen, das Problem ist einfach nur dieses Feld, weil da einfach jeder sofort zusammengeschlagen wird. Naja, mal sehen. Und dann natürlich Longstreet. Der dann wahrscheinlich demnächst mit seinen Einheiten, was natürlich leider recht teuer ist. Aber denke ich mal, sich nach Florida aufmacht, in der Hoffnung, hier das Ganze zurückzuerobern, vor allem den Hafen von Jacksonville und so vielleicht, oder so, die eine Handelsroute wieder anzuschließen. Wenn die ein paar Runden läuft, dann sind die Verlegungskosten ja auch quasi wieder drin. Ansonsten Fighting Spirit, hier noch 95, das ist gut. Gegner bei 58. Die kriegen ja seit der Emanzipationsproklamation 125 Punkte rein pro Zug, aber wenn wir immer genügend Gegner weiter vernichten, läuft er schon bei 50%, also darunter wäre schon die nächste Stufe erreicht, wo die noch einen Ticken schwächer kämpfen. Und das wäre ganz schön. Naja, dann aber auch an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn!